Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Gleichstrommaschine ist unser Thema. Das letzte Mal haben wir einen Nebenschlussmotor gehabt. Heute kümmern wir uns um den Reihenschlussmotor. Was ein Reihenschlussmotor ist und welche Eigenschaften der hat, werde ich jetzt kurz aufzeichnen. Wir beginnen wieder bei unserer Situation, dass wir einen Motor haben mit den Anschlüssen, Wendepole, Erregerwicklung, Ankerwicklung. Wie gehen wir da durch? Nun, wir beginnen wieder bei Plus praktisch. Ich baue wieder einen Vorwiderstand ein, einen veränderbaren, einen RV, hängen wir da an. Und dann gehen wir immer von A ein, von 1 nach 2. Ja. Dann bei 1 hinein. Haben wir ja gesagt, immer von 1 nach 2 durchflossen, ergibt einen Motor im Rechtslauf. So schaut das aus. Also der Ankerstrom durchfließt jetzt eigentlich nicht nur den Anker, sondern auch die Erregerwicklung. Okay? Also da rinnt der Ankerstrom, ja. Der rinnt da durch. Und hier haben wir praktisch einen Spannungsabfall da. Und der Spannungsabfall ist diesmal das IA, ja, mal RE, mal der Erregerwicklung. Da innen haben wir nach wie vor die innere Spannung, da haben wir die äußere Spannung U dazwischen. Ja. So schaut das aus. So sieht das aus. Das heißt, hier wird der magnetische Fluss erzeugt. Okay? Und hier der Strom, ja, der erzeugt dann das Moment gemeinsam mit dem magnetischen Fluss. Überlegen wir uns noch einmal, wie das ausgesehen hat, hier das allgemeine Betriebsverhalten. Ja? Wenn der Fluss kleiner wird, was ja am Anfang ist, weil ich habe ja keinen Ankerstrom, ja, bei wenig Moment, weil es gibt halt nachher schon ja nach wie vor praktisch die Gleichung, dass das Moment M, ja, gleich K mal Phi mal IA ist. Ja? Das haben wir ja. K mal Phi mal IA. Und da haben wir gesagt, wenn das Moment 0 ist oder klein ist und das Phi klein, da fangen wir hier oben irgendwo an. Also wenn ich das hier aufzeichnen darf, praktisch so, die Kennlinie. Da ist es N, ja, und da ist es N. Dann werden wir da oben irgendwo anfangen, bei kleinem Phi, und dann wird das Phi steigen. Und das gemeinsam mit dem Phi steigt das ja. Gemeinsam macht das, ja. Ich kann im ersten Moment, wenn ich sage, okay, ich vernachlässige die Sättigung, ja, kann ich ohne Sättigung, kann ich sagen, das Phi, ja, ist ja praktisch irgendeine Konstante K, ja, K Phi, mal IA. Also linear vom Strom abhängig, Windungsanzahl und so weiter, man gehört da rein, das ist halt da drin. Ja. Das ist der Fluss. Das heißt, eigentlich habe ich da ja stehen, wenn ich das einsetze, dass das M ja praktisch K mal K Phi mal IA Quadrat ist. Ja? So schaut das aus. Das heißt aber, dass das IA ja gleich die Wurzel aus M dividiert durch K mal K Phi. Okay? Das heißt, der Strom steigt mit der Wurzel aus dem M. Ja? Und die Drehzahl, überlegen wir uns das, zuerst da rum, Phi 0 praktisch, ja, und dann, je mehr das Moment ansteigt, ja, desto größer wird das Phi praktisch, ja, linear, nein, nicht linear, sondern mit der Wurzel, das heißt, das geht da so nach unten und irgendwann wird er flach werden, ja, also so schaut das aus, die Drehzahlkennlinie, okay, Drehzahlkennlinie, die fängt da oben irgendwo an und geht so runter.
Und irgendwo gibt es eben das Nennmoment, Mn, oder? Und dort haben wir mit der Nenndrehzahl. Passt, oder? Und wie schaut das jetzt eigentlich mit Strom aus? Also wenn ich hier jetzt nicht nur das N aufzeichne, das mache ich jetzt orange, dass man das gut erkennen kann. Ja, das N ist orange. Und ich zeichne auch noch das IA ein. Ja, das zeichne ich rot ein. Haben wir ja da, das steigt so mit dem Quadrat, also mit der Wurzel, das heißt, das steigt am Anfang relativ schnell und dann wird es relativ flach werden und da nehme ich halt auch wieder praktisch, da ist mein Nennstrom IN. Wo ist jetzt der graue Stift? Hier. Hier ist auch IN. Dann habe ich diese zwei Skalen praktisch, dann ist das IN da so. So, was passiert da also? Nun, wenn wir in einem gewissen Lastmoment, bei einem gewissen Lastmoment sind und dann entlastet wird die Maschine, dann draht die hoch. Ja? Eine entlastete Maschine geht durch, so ein Motor geht durch. Okay? Jetzt überlegen wir sich nochmal ein bisschen, wie das da zusammenhängt. Also das haben wir jetzt established praktisch, dieses Verhalten da mit diesen Überlegungen hier. Jetzt überlegen wir sich noch einmal praktisch, wie das zusammenhängt, indem wir sagen, okay, die Ankerspannung UA haben wir ja da gehabt. Das war ja das UI. Ja, und plus brauche ich das mal, ja, weil ich habe einen Motor, das heißt, die äußere Spannung muss größer sein, plus IA mal RI. Ja, Motorbetrieb plus. So. Jetzt habe ich das. Und jetzt setze ich statt dem UI setze ich halt ein das K mal Phi mal Omega M. Ja, das ist ja das UI. Die induzierte Spannung da drin, die abhängig ist vom Fluss, der entsteht und von der Drehzahl praktisch, von der Winkelgeschwindigkeit. Und dann haben wir noch hinten das Plus IA mal RI. So, jetzt interessiert mich das Omega M, mich interessiert das Drehzahlverhalten. Gell? Also ich forme das um, Omega M ist gleich UA minus IA mal RI. Habe ich das einmal, das auf die andere Seite gebracht und dann muss ich nur durch K mal Phi dividieren. Dividiere durch K mal Phi. Und dann interessiert mich üblicherweise nicht die Winkelgeschwindigkeit, sondern üblicherweise interessiert mich ja dann doch die Drehzahl. Ja, das heißt, ich werde es umformen auf n ist gleich Omega n durch 2 Pi. Ja, sind also UA minus IA mal RI dividiert durch 2pi k phi. Kann ich weitermachen, ja? Weil das phi kann ich ja durch das k mal ia, k phi mal ia ersetzen. Das heißt, ich habe da ua minus ia mal ri dividiert durch 2pi k phi ia. Und da kann ich kürzen, das heißt, ich ziehe das auseinander. Das heißt, das ist UA dividiert durch 2pi k k phi IA. Ja, und dann minus RI dividiert durch 2pi k k phi. Gut, und was nun? Ich möchte vielleicht das N, das Drehzahlverhalten, ich möchte diese Linie hier vielleicht erkennen. Ja, ich möchte das N vor dem M abhängig machen. Das heißt, ich setze das statt IA ein. Ja, ich setze das statt IA ein. Ich schreibe das nochmal hier auf vielleicht. IA war Wurzel aus M dividiert durch
K mal K Phi. Ja. Und mein N, das schreibe ich hier ab. N ist gleich UA dividiert durch 2 Pi K K Phi IA minus RI durch 2 Pi K K Phi K K Phi K K Phi. Und das füge ich jetzt zusammen, so einfach wird es. Das heißt, ich sage praktisch das Ja, das setze ich hier ein. Das heißt, ich sage mein N ist gleich UA dividiert durch 2 Pi K K Phi und jetzt Wurzel aus M dividiert durch K K Phi minus RI dividiert durch 2 Pi K K Phi. Schön? Schön, schön. Was haben wir noch? Ja, das kann ich ja kürzen da. Schau, das ziehe ich unter die Wurzel. Das ist ja Wurzel aus K mal K Phi zum Quadrat. Das heißt, eigentlich steht ja da UA dividiert durch 2 Pi Wurzel aus K K Phi mal E. Minus RI dividiert durch 2 Pi K K Phi. Gut. Gut, so sieht das aus. Ja. Überlegen wir sich, was das bedeutet. Ja. Überlegen wir uns, was das bedeutet, wenn ich ein paar Parameter ändere. Ja. Also zeichnen das da rüber. Dann sage ich, okay, da ist mein N, da ist mein I, ja, Ankerstrom. Ursprünglich habe ich ja diesen Wert hier. Das ist so. Geht das nach unten? Ja, sind das anschaut da? N von I, ja, 1 durch, geht sogar nach unten. Gut. Ja. Was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich das UA kleiner mache? Also UA sinkt. Na, dann komme ich da auch irgendwie. Okay. Da werde ich das so gut nach unten ziehen. Okay. Was ist, wenn ich das RI da steigen lasse? Das RI mit dem RV, das ist ja praktisch das RI und das RV, wenn man sich das überlegen, das RV mit dem RV, wenn das 0 ist, habe ich nur den Ankerstrom, Ankerkreiswiderstand, und wenn das RV groß ist, na, dann habe ich halt, da ist ein größerer Wert, das heißt, das zieht so nach unten, das heißt, auch mit RV steigen, ja, RV steigen, kommen halt da irgendwie nach unten, ja, also da sagt man praktisch so, okay, RV steigt. Ja, und wenn wir das Phi sinken lassen, dann kommen wir hier nach oben. Durch zum Beispiel durch Windungsreduktion oder so irgendwas. So würde das aussehen. Ich hoffe, ich habe das. Ja, also diese graue Linie ist der Ursprung. Das ist, wann Phi sinkt, das ist, wann RV steigt und das ist, wann UA sinkt. Ne? Und ich sage, dieses Ding, obwohl wir eben dieses Verhalten haben, dass das durchgeht, ja, wenn wir das entlasten, ist dieses Ding beim Anfahren unter Nennlast ein Wahnsinn. Ja? Es hat ein Anzugsmoment, ein relativ großes Anzugsmoment.
Deswegen wird es als Traktionsmotor eingesetzt für irgendwelche Förderelemente oder sonst irgendwas. Ja? Traktionsmotor. Was haben wir jetzt für Ursprungsmoment? Also wenn ich das N da jetzt zum Beispiel 0 setze, ja? Also jetzt schreibe ich da auf, Anfahrmoment. Bei n gleich 0. Ja, dann nehme ich einfach die Gleichung daher, sage 0 ist gleich UA dividiert durch 2 Pi Wurzel aus KK Phi und m minus RI dividiert durch 2 Pi KK Phi. Gut. So, jetzt bringe ich das auf die andere Seite. Das heißt, ich habe hier praktisch stehen UA dividiert durch 2 Pi Wurzel aus KK Phi M ist gleich RI dividiert durch 2 Pi KK Phi. Na, wenn da nichts geht. Ah, 2 Pi ist schon mal fort. Okay. Und ich möchte das M. Das heißt, ich bringe diese Wurzel auf die Seite des RI. Pass auf, ich mache da UA mal dividiert durch RI. Dann habe ich das RI da rübergebracht. Und dann mal K Phi. Dann habe ich die zwei rübergebracht. Und ist gleich, das bringe ich auf die andere Seite. Wurzel aus K K Phi M. Ja? Und jetzt das M hebe ich aus der Wurzel raus. Das darf ich ja. K K Phi Wurzel M. Und jetzt bringe ich das auf die andere Seite. Und K mal K Phi dividiert durch Wurzel K mal K Phi ist gleich UA dividiert durch RI mal Wurzel aus K mal K Phi. Ja? Hochzahlen werden dividiert, Potenzen werden dividiert, indem man die Hochzahlen addiert. Da ist 1/2 dividiert durch, also minus 1/2, 1 minus minus, passt. Ja? Ist gleich Wurzel M. Daraus folgt, das Anzugsmoment M ist gleich, das zum Quadriert, das ist UA dividiert durch RI zum Quadrat mal K Phi. Groß ist das. Okay. Groß ist das. Deswegen wird das eben als Traktionsmotor eingesetzt. Wie gesagt, wenn man entlastet, muss man aufpassen. Gell? Wenn man entlastet, muss man wirklich aufpassen. Muss man im richtigen Moment dann praktisch so das RV nach oben dran, sonst ganz kritisch werden. Okay. Was haben wir da? Im Endeffekt, das meiste wurde ja schon beim Nebenschlussmotor gesagt. Ich kann wieder genauso beim Bremsen. Kann ich genauso machen. Ja. Da muss ich halt das aber umpolen irgendwie, ja, beim Widerstandsbremsen. Da reicht es nicht, wenn ich das einfach niedermache praktisch, weil sonst ja, muss der Anker umgepolt werden im Verhältnis zu vorher. Und das Anlassen funktioniert genauso wie beim Nebenschlussmotor. Ja. Also mit der V langsam stufenweise nach oben haben wir da gehabt. Reihenschlussmotor. Ja, so schaut das aus. So sieht das aus. Also das 1 durch M praktisch. Und das ist Wurzel. Gut. Jetzt haben wir die zwei Varianten eigentlich besprochen. Nebenschlussmotor und Reihenschlussmotor. Eine Sache haben wir brauchen eine Gleichspannung dazu. Das ist ein Gleichspannungsmotor. Ne? Und jetzt hat sich irgendwer überlegt, hey, was ist, wenn ich so einen Gleichspannungsmotor, was ist, wenn ich den, nehmen wir so einen Reihenschlussmotor, was ist, wenn ich den an eine Wechselspannung schalte? Ja? Was passiert denn da? Was passiert denn, wenn so ein Reihenschlussmotor, was ist, wenn das nicht U ist, sondern U von T? Ja? Was da passiert, das ist das Thema unseres nächsten Videos. Sogenannte Universalmotor bildet sich dann. Sehr weit verbreitet in Haushaltsgeräten und so weiter.
Schauen Sie sich das an, ja, für dieses Mal. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.